Wer glaubt, Hambach, der kleine Ort wenige Kilometer nordwestlich von Schweinfurt, sei arm an Attraktionen, dem sei ein Besuch auf der Erlebnisfarm der Familie Seufert dringend empfohlen. Zum jährlich am 1. Mai stattfindenden Hoffest zieht es fröhliche Menschen in großer Zahl auf das Gelände. Es ist noch recht früh an diesem Sonntag, als wir die Ranch erreichen. Überall bereitet man sich auf den erwarteten Ansturm vor. Letzte Handgriffe stellen sicher, dass nichts Unvorhergesehenes geschehen kann. Kurze Zeit später. Rund um die Halle versorgen sich die Besucher mit allerlei Köstlichkeiten. Die Brathähnchen vom Grill sind legendär, die Getränke gut gekühlt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Stimmung schon um die Mittagszeit von bester Laune der Gäste zeugt. Gut gestärkt nutzen viele Besucher die Gelegenheit für eine Kutschfahrt und lernen so den Ort und seine Umgebung aus einer ungewohnten Perspektive kennen. Besonders beliebt das Ponyreiten. Manch junge Besucherin oder Besucher entdeckt so seine Begeisterung für den Reitsport. In der Reithalle zeigen Reitschülerinnen und Reitschüler der Seufert Ranch, was sie in der Reitschule gelernt haben. Es verblüfft die Besucher, zu welchen Leistungen die Kinder und Jugendlichen in der Lage sind. Was hier so leicht aussieht, ist das Ergebnis vieler Stunden eifrigen Lernens. Dank des hochqualifizierten Teams der Seufert Ranch sind selbst ganz junge Reitschüler in der Lage, mit ihren Pferden auch schwierige Übungen sicher zu absolvieren. So ist denn das Hoffest auch eine Präsentation der Leistungsfähigkeit der Reitschule. Das Angebot ist groß und umfasst alle Variationen des Reitsports. Ganz gleich ob klassisches Reiten, Springreiten, Dressur oder Westernreiten, auf der Seufert Ranch stehen qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung. Während im Biergarten die letzten Besucher den Tag ausklingen lassen, nutzen einige schnell noch die Gelegenheit, das Areal aus luftiger Höhe von 50 Metern zu bestaunen. Bleibt als Fazit: Nicht zuletzt dank der Seufert Ranch und den dort regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen ist Hambach weitaus mehr als nur ein kleiner Ort am Rande der großen Stadt.